Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und wie ihr hier seht, heute geht es ein bisschen um Möbelbau und Innenausbau der Wohnkabine. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Okay. Also das größte Problem finde ich ist hier die Maße, also die Winkel hinzubekommen, dass die mit diesen ganzen Wänden, die nicht hundertprozentig gerade sind, die sind leicht gewölbt nach außen, ganz leicht. Da habe ich irgendwie so einen kleinen Spalt immer hinten in der Ecke. Das ist nicht so optimal, aber ich kriege das schon hin. Schließlich noch kein Meister vom Hügel gefallen. Das letzte Bild. Thank you.
bei diesen vielen Kilometern Klebenaht, die ich hier schon verklebt habe, habe ich natürlich von vornherein ein bisschen auf ein besseres Werkzeug gesetzt. Ich wollte jetzt hier nicht mit der Handpresse ewig lange die Nähte ziehen. Deswegen habe ich ja dieses etwas teure, aber sehr gute Werkzeug mir gegönnt. Das ist jetzt mal ein bisschen Werbung, also ich kriege dafür keine Bezahlung, aber ich finde das Ding einfach cool. Jetzt habe ich das erste Mal ein Problem mit gehabt. Es ist schon viele Stunden im Einsatz gewesen, das Ding kann was. Aber jetzt gerade hat die Entriegelung geklemmt. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann fördert die Stange das hier vorne alles raus. Und wenn ich aufhöre zu drücken hier, dann geht das, diese Förderstange hier ein Stück wieder zurück, um die Kartusche zu entlasten, damit kein Druck drauf ist. Sonst quillt das hier vorne immer weiter. Das hat heute mal geklemmt, gerade im ungünstigsten Moment. Und ich habe natürlich in meinem Gehampel, weil ich auch keine Handschuhe hatte, und hier drin soll ja alles sauber bleiben und nicht verschmiert werden mit Karosseriekleber. Aber was mir passiert, bei dem Gehampel hier, ich habe mir das Zeug an die Decke geklebt. Das war das erste Mal, dass ich damit ein Problem hatte, das war aber auch kein großes, danach ging es ja wieder. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so ein größeres Projekt hier baut, macht das nicht mit der Handpresse. Ihr kriegt einen Popeye-Unterarm. Ich habe das mal ein bisschen probiert mit der Handpresse. Das ist nach kürzester Zeit platzt euch der Unterarm. Gönnt euch so ein besseres Ding. Es muss jetzt nicht diese Marke hier sein, aber eine elektrische Presse würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wer sich das angucken möchte, ich werde ein bisschen was unter dem Video verlinken. Ja, das ist jetzt ein bisschen Werbung, ja, aber ihr habt ja was davon und ist ein Affiliate-Link. Also ich kriege da eine kleine Provision als Vermittlung, weil ich dafür Werbung gemacht habe jetzt. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr euch das ja gerne anschauen. Ich kriege da so 1-2% dafür. Ja, schaut es euch an, wenn ihr es haben wollt. Wenn nicht, dann einfach weiter gucken. Ach ja, übrigens, also nur wenn ihr jetzt auf diesen Link klickt, das kostet nichts mehr. Ich habe nur halt ein kleines Dankeschön dafür. Okay, der große Schrank ist drin. Ich muss mal zugeben, ich bin jetzt ja kein Tischler, Schreiner, der sowas gelernt hat. Ich bin ein Elektriker. Das ist jetzt nicht so 100% super cool geworden. Das hat zum einen den Grund, dass die Winkel in der Kabine nicht immer nur 90 Grad sind, vielleicht auch mal 90,5 oder was. Minimal Abweichung gibt es da. Und diese Platten hier, die sind alle leicht bauchig. Das liegt daran, dass die auf einer Seite mit Sperrholz hier überall schon beschichtet sind und es arbeitet, egal welche gute Qualität man da meint zu haben. Auch wenn es Sperrholz ist, Multiplex, das mehrschichtig irgendwie verleimt ist, das biegt sich trotzdem. Und auch durch die Lagerung, die hier während der Bauzeit nicht hundertprozentig optimal war, sind die alle ja, mit der GFK-Seite nach außen leicht gewölbt, leicht bauchig geworden. Innen drin leicht konkav, außen leicht konvex. Ja, so war das. Dadurch habe ich jetzt hier nicht immer den perfekten Winkel beim Möbelbau. Beim Möbelbau, ich bin ja jetzt, kann ich noch was lernen, also ich kann auch noch was optimieren. Meine Fähigkeiten sind jetzt nicht par excellence. Ich habe jetzt hier nur eine ganz kleine Lücke. Das kommt daher, dass das hinten sich so ein bisschen aufteilt, weil es hier anliegt. Dadurch, dass die Wand leicht bauchig ist, habe ich so einen kleinen Spalt. Ist nicht schlimm, ich werde das einfach so überbrücken, wie ich es hinten gemacht habe. Das war ja auch ein leichtes Problem. Ich habe hier einfach diese Winkel hergenommen, diese Alu-Winkel. Die wiegen fast nichts, die sind nicht teuer. Die werde ich einfach noch da hinten mit dran machen. So, jetzt filmen wir ein bisschen freihändig. Was jetzt noch als nächstes kommt beim Ausbau, hier kommt noch eine Front davor, das wird kein Regal, sondern ein geschlossener Schrank. Hier kommt noch eine Platte da vorgeschraubt. Hier, das wird der Küchenblock so ein bisschen. Hier kommt eine Spüle rein. Hier unten drunter kommt noch ein Warmwasserboiler, ein kleiner 3 Liter Warmwasserboiler. Den habe ich bestellt, allerdings ist die Sendung unterwegs beim Lieferdienst verloren gegangen und Ersatz ist unterwegs, aber es dauert. Das bremst mich gerade so ein bisschen aus. Dann hier in die Rückwand, also hier in die Außenwand, kommt noch ein Ausschnitt rein, denn hier, wo das Wasser ist, mache ich mir noch eine Außendusche rein. Das muss sein. Und ansonsten, ja, Fenster muss ich noch organisieren. Ein Dachfenster kommt rein, auf die Seite kommt auch noch ein Fenster. Hier kommen Hängeschränke rein. Das gleiche hier auf dieser Seite. Hier oben kommen auch Hängeschränke rein. Und wie ich mir das vorstelle mit den Hängeschränken, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Also für meine Hängeschränke habe ich mir was Neues überlegt.
Das ist nicht ganz neu, denn es gibt ein amerikanisches Video, da hat jemand seinen Van mit diesen XPS-Schaumplatten ausgebaut. Und im deutschen Bereich gibt es ein YouTube-Video, da hat jemand seine Hängeschränke im Van auch damit gebaut. Ich kann euch das hier beides mal verlinken. Es kommt hier irgendwo nacheinander in den Ecken angezeigt. Ich habe mir schon mal hierfür so einen Heißdrahtschneider besorgt. Damit kann man durch diese Platten durchschmelzen und es rausschneiden. Also ich habe mir im Baumarkt so ein Paket hier besorgt. Das ist so ein Stapel XPS-Dämmstoffplatten. Die kosten so ein Paket hier ganz normal im Baustoffhandel. Ich habe 57 Euro, glaube ich, bezahlt. Das ist ein ganzer Haufen Platten, 20 mm dick. Die kann man halt mit dem heißen Draht zuschneiden. Verklebt wird das Ganze dann mit Montagekleber. Ich werde das Ganze wahrscheinlich dann mit so einer Art Zapfenverbindung festmachen. Man kann das Ganze auch mit Stiften, also Stahlstiften oder Metallstiften zusammenstecken und verbinden. Von außen werde ich es dann mit Filz beschichten, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und das wird eines der nächsten Videos werden. Wir werden einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Kann man aus XPS-Dämmstoffplatten Möbel bauen? Okay, das war jetzt so erstmal der Möbelbau bis jetzt. Ihr dürft euch nächste Woche in dem nächsten Video darauf freuen, das habe ich schon vorbereitet, wie ich mir die Wasserinstallation in meiner Kabine vorstelle. Da geht es nur um Theorie, aber ich habe gleich drei Varianten mal durchdiskutiert und besprochen. Das Video habe ich schon vorbereitet, es ist so ein bisschen eine Hilfestellung, um euch zu zeigen, was man für Möglichkeiten hat. Wenn ich mir das hier durchplane, dann gucke ich mir natürlich auch alles an, was ginge. Darauf dürft ihr euch nächste Woche freuen. In zwei Wochen dann gibt es das nächste Video zum Innenausbau der Kabine. Da geht es dann weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Fragen, Anregungen, Kritik einfach immer unten in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Also!